Herzlich willkommen in Berlin. Das ist der nun der neue Porsche Panamera. Die Zweitauflage der Porsche Limousine sozusagen. Und das Wichtigste an ihm ist, er hat ein neues Heck bekommen. Was hat der Alte sich nicht alles anhören müssen? Hässlich sei er, ein Buckelwal. Die Fans haben ihn abgelehnt. Trotzdem wurde er sehr viel gekauft. Das war ein Riesenerfolg. Aber ich glaube, mit dem hier werden sie den Erfolg sogar noch toppen können. Denn der sieht deutlich heißer aus, deutlich sportlicher, deutlich eleganter. Das ist das neue Herzstück im Panamera Turbo. Downsizing ist angesagt. Nur noch ein 4-Liter Motor, aber immer noch ein 8-Zylinder. 800 Kubik weniger als der Vorgänger, dafür aber mit mehr PS. 550 Pferdchen schlagen da drin oder galoppieren, je nachdem, wie man es dann gerne nennen möchte, mit 770 Newtonmeter Drehmoment ausgerüstet. Das heißt, damit kann man schon eine Menge Spaß haben. Und ich glaube, dann kann man auch verschmerzen bei dem Leistungsgewinn, dass er ein bisschen kleiner geworden ist. Das ist aber noch nicht alles. Es wird einmal eine S-Version geben. Und mit dieser S-Version sind sogar bis zu 600 PS drin. Gar nicht schlecht für so einen kleinen Motor. Hier möchte man sein, hier möchte man stattfinden. Hinter dem Lenkrad des neuen Porsche Panamera Turbo. Ich könnte ihn am liebsten gleich hier rausfahren, darf ich leider nicht. Die Sitze umschlingen mich hier perfekter Seitenhalt, so soll es sein. Was allerdings anders und neu ist, ist der komplette Innenraum. An den werden wir uns gewöhnen müssen. Das heißt, alle Porsche-Fahrer werden künftig, wahrscheinlich auch mit dem nächsten Elfer, einen ähnlichen Innenraum haben. Trotzdem gibt es ein paar traditionelle Dinge. Weiterhin wird der Porsche links gestartet, das ist gleich geblieben. Weiterhin gibt es hier ein Drehzahlmesser in der Mitte als Rundinstrument und der ist auch weiterhin analog. Links und rechts davon wird es dann allerdings neumodisch. Da haben wir nämlich zwei Displays, die zeigen zwar die klassischen Rundinstrumente, wie wir sie kennen, aber das ist eben digital. Digital geht es hier weiter mit einem riesigen 12,3 Zoll großen Display in der Mitte. Das kennt man so ein bisschen vom Smartphone, das kann man sich nämlich mit einer Kacheloptik hier so ein bisschen belegen, wie man möchte. Da kann man sich eine Menge einstellen. Alles klar, weiterhin so ein bisschen im Porsche-Touch. Apropos Touch, hier gibt es künftig keine Druckknöpfe mehr, sondern alles wird über Touch-Panels bedient. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen und es hat auch einen großen Nachteil. Man sieht dann doch relativ schnell hier auf diesen wundervollen Glasflächen die jeweiligen Fingerabdrücke. Aber man soll ja nicht auf das in der Mitte gucken hier, sondern man soll ja nach vorne gucken. Ist ja ein Porsche. Ich will ja auf die Straße sehen. Insofern ist das auch nicht so schlimm. Es ist ja ein Familien-Porsche und deswegen muss natürlich auch für die Kleinen im hinteren Bereich was geboten werden. Die haben natürlich auch ihr eigenes Display, da können sie ihre Medien anschließen, da können sie ihre Klimaanlage mit bedienen, da können sie ihre Sitzheizung anmachen oder auch die Sitzbelüftung wahlweise. Wenn man möchte, kann man sicherlich auch im Zubehör nochmal hier so ein kleines Tablet anbringen. Das ist auch sicherlich bei Porsche kein Problem. Das Einzige, was die Kinder mitbringen müssen oder vielleicht nicht haben dürfen, ist ein Rückenschaden, denn die Sitze hier sind doch schon relativ hart. Das ist das große Plus beim Porsche Panamera und das ist natürlich in der zweiten Generation auch so geblieben. Es gibt einen Kofferraum. Man sagt ja immer, ein Kind kostet etwa ein Porsche. In diesem Fall kann man sich Kind und Porsche leisten, wenn man denn das nötige Kleingeld mitbringt. Theoretisch sind sogar zwei Kinder drin. Platz genug hat er auf jeden Fall. Wer soll sich den kaufen? Naja, zum einen alle, die den Vorgänger gut fanden, die werden mit dem sicherlich auch sehr gut klarkommen. Zum anderen diejenigen, die Porsche fahren wollen und ihre Familie haben wollen. Und drittens vielleicht diejenigen, die gesagt haben, der Vorgänger, dieser Buckelwal, der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Der hier ist deutlich schnittiger, der sieht ein bisschen mehr nach Elfer aus und damit ist er sicherlich auch das Auto, naja, aus dem man dann im Zweifel gern gesehen wird, wenn man aussteigt. Kleines Problem wie immer bei Porsche, die Preise. Zum Marktstart am 5. November wird es drei Versionen geben. Zum einen den 4S als Benziner, den 4S als Diesel und den Turbo. Mindestens investieren muss man dafür 113.000 Euro. Das ist dann die Basis-Benziner-Version für den Turbo hier. Sind schon 153.000 fällig. Das heißt, leider Gottes ist auch der neue Panamera kein ganz günstiges Vergnügen. Schade eigentlich.